Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute die LS15 auf der Map Thüringer 1988 zusammen mit dem McManus. Hi Leute. So. Und wir fahren natürlich schon weiter. Kommen wir erstmal mit dem Ladewagen wieder zu dir. Ja. Wir können es erstmal so machen. Du kannst mich ja nochmal abtanken. Direkt. Ja. Das wird ja theoretisch erstmal reichen. Wir müssen ja jetzt nicht das ganze Feld ernten, das wird ja eh nichts. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Und dann machst du genug, um Saatgut zu produzieren. Oh ja, genau. Dann soll ich zum Saatgut fahren, ja. Soll ich dann das Stroh in das Silo kippen für Silage oder direkt ins bei den Kühen rein? Ja, teils, wir müssen erstmal noch rausfinden, wo die Mischstation ist. Ja, das ist wohl wahr. Ja. Falls du jetzt zu mir kommst, kannst du direkt mal die Anhänger schnappen. Ja, ich komme auch zu dir jetzt. Ach, hier kann man durchfahren. So. Bam 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 badam badam bam bam badam. So, warte mal, ich wollte jetzt, was wollte ich noch machen? Pass auf, ich guck mal ganz schnell, wo und zwar, du meinst die Mischfutteranlage? Richtig, überall Tafeln. Zum Beispiel Spannereikommissar. Dam, dam, dam. Ah, mittlerweile schon. Ballen zu Mist am Mistlager. Kannst du Ballen zu Mist machen? Ballen okay. Zu Kuhmist am Hof? Ballen zu Silage? Aha. Stroh? Heu, Stroh am Futterlager. Du warst direkt zu dem Mixfeeder, oder? Das Hafer. Ups. Was stand denn das? Stand denn das? Was hast du vorgelesen, dass er am Hof ist? Ich weiß nicht mal, wo ich das gelesen habe. Schön das Dingen drauf. Futtermischer muss aber irgendwo sein. Ich weiß nicht wo. Ich find's nicht mehr. Lalalalalalala. Wo könnte der Futtermischer sein? Ja. Was? Im
Futtermischstation. Wo denn? Ja, habe ich. Direkt neben den Lass mich Seedmaster. mal rein. Ja, ist frei. Ach, hier bei den Silos. Ja, da vorne an das Ding steht, was du drin haben musst. Lager Heustroh. Da musst du wahrscheinlich runterfahren. Wo kippst du es rein? Hier hinten, wo der Trecker steht. Kommt Stroh. Gras. Lager. Jawohl. Sehr gut. So, und wo steht der? Ah, hier. Seedmaster Hafer. Jetzt ist nur Wo die hast du Frage, wo muss ich das hinkippen? den Hafer? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Hier nicht, ne? Vielleicht hier rein? Was ist denn hier? Ja. Sieht gut aus. Ach, rückwärts. Doch nicht rückwärts. Wo ist denn der Strohsammelwagen? Der steht am Feld 2. Okay. Ja, hier kann ich es abkippen. Haben die auf Zeit einstehen und produziert ziemlich schnell geballtes Saatgut. Das ist gut. Wir können natürlich auch hier in das Silo am Hof, ne, wo du Gras, Heu und Stroh und so weiter reinschmeißen kannst. Ja. Können wir natürlich auch Silage produzieren, ne? Ja. Ja. Dann werden wir das einfach ein bisschen aufteilen, würde ich sagen. Ja. Haben wir denn jetzt ein Mähwerk drin, was stylisch passt? Mähwerk? Ja. Nee. So. Ehrlich gesagt, ich fahre mal eben los. Hier ein bisschen Gras machen, weil wir haben ein ganzes Feld voller Klee. Und schön mal ernten können. Lol, das ist ja geil. Jetzt kann Denn? ich einen Winterbetrieb anmachen. Warte mal. Oh, Radgewichte. Ja, wie geil ist das denn? Warum ist los? Warte mal. Das sind die Landwirtschaft. Ach so, Landwirtschaft. Du kannst den Traktor hier, guck mal. Komm mal her. Das ist richtig geil. Der hat die Zielsteuerung. Geh mal an die Front. Stell dich mal so ein bisschen seitlich, dass du den Motor auch von der Seite so siehst. Jetzt mach ich erstmal, jetzt rüst dich erstmal um, also mach ich erstmal die landwirtschaftliche Ausrüstung weg. Okay. Pass auf, jetzt Hinterreifen. Aha. Radgewichte hinten. Ach so, geht bei Zwillingsreifen nicht. Dann warte. Vorne Motor. Oh, das geht ja auf. Ja, und jetzt pass auf. Guck mal an die Seite von dem Motor. Das Oh. ist Winterbetrieb. Aha. War nice, oder? Echt nice, ja. Finde ich auch. Oh, das Ding ist geil. Das Ding ist geil. So, wir hatten jetzt nur noch 5 km/h. Weiß nicht. Was denn? Wie du da rumtuckelst, ey. Das
fährt denn der 5 km/h? Weiß es nicht. Ist ja blöd. Schafft er nicht mehr oder was? Das ist ja Hammer. Ich glaube, der schafft nicht mehr. Kannst du mal mit deinem Traktor herkommen? Nochmal. Hm, der geht schneller, ne? Ja. Wir können es ja mal so machen, ich werde mal noch den anderen Ladewagen kaufen. Ja. Ich hol den mal beim Händler ab. Okay. Dann mache ich hier schon mal weiter. Ja. Ja, genau. Dann tun wir quasi. Müssen wir es halt mal sehen. Dann würde ich sagen, mach mal einen Ladewagen. Schmeiß mal. Ups. Ja. Ein Ladewagen schmeiß mal direkt. In die Mischstation. Ja. Ein Ladewagen schmeiß mal bei uns hier am Hof, wo direkt Silage draus wird. In dieses Hochsilo. Mhm. Und einen in die BGA oder beziehungsweise. Hoppala. Ach nee, da geht kein Stroh rein, ne? Glaube nicht. Dann schmeißen wir die in die Hochsilos. Ja. Was werden wir tun? Keine schlechte Idee. Nur wegen Mähwerk müssen wir halt mal schauen, da habe ich keine Ahnung. Ja. Jetzt keine coolen Mods. Und was wir noch bräuchten wäre. Nee, Hammer, ein schöner Frontlader, Hammer. Ja, ich glaube den Hammer. So, Friese, erzähl mir, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Im Moment, ehrlich gesagt, wirklich nicht viel. Nicht viel. Ach, hast du das bei Gong und Twitter mitgekriegt? Nee. Es gab wohl so eine Frau, die ist mit irgendeinem YouTuber zusammen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, welcher YouTuber genau, ich will jetzt auch keinen Mist erzählen. Auf jeden Fall, diese Frau von diesem YouTuber hat getwittert, dass der Gong angeblich homosexuell feindlich ist, weil er irgendwas einmal im Stream gesagt hat, aber irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen war und ein bisschen umformuliert. Mhm. Ja, und dann hat sie auf jeden Fall, nachdem sie das gepostet hat, ihren Account disabled. Okay. Weil da so ein Shitstorm von den Fans auf sich zukam, dass die da wohl, glaube ich, keinen Bock drauf hatte. Krass. Ja, dann hat der Gong, aber ich auch nicht, weil Gong noch 2-3 Tweets dazu rausgehauen und dann war bei ihr ganz Ende. Ja, richtig so. Du darfst halt nichts mehr sagen, es wird halt alles auf die Goldwaage gelegt, ne? Ja, das ist echt schlimm manchmal. Denken wir ja auch manchmal. Ja. Nur weil ich am Anfang mal so dumm geredet habe, ne? Ja. In der einen Folge, hier Ackendorf, gleich auch wieder übelste Rumgeheule. Ja. Übertreiben das immer. Mhm. Leider. Das Flüssigdünger. Scheiße. Was mit Flüssigdünger? Ja, ich muss tanken. Ach so. Aber das war der Container für Flüssigdünger. Aber weißt du, was ich nicht verstehe?
warum Chinesisch? Es... Ja, das auch. Aber warum es immer Leute gibt, die das machen müssen. Das ist auf Goldwaage gelegen und... Ja, das ist, die fühlen sich als Missionare der Welt. Ich... Wir müssen mit so einem Quatsch halt immer die Menschheit retten. Finde ich auch ganz schlimm, aber es ist halt so. Na gut. Oh, wir sind durch. Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.